Und willkommen zurück zu einem weiteren Video zu Division 2. Heute mit einem MC Hartmann und zukünftig auch MC Hartmann dabei. Moinsen, Leute. Was geht? Und wir haben den Prolog gespielt, die Tutorial-Mission und jetzt sind wir in der offenen Welt quasi und machen auch hier direkt weiter, ne? Ja, die erste richtige Story-Mission zusammen. Bei dem Prolog mussten wir jeder für sich selber spielen. Ja, finde ich auch ein bisschen scheiße. Ja, ist richtig blöd. 100 Jahre her mit dem Prolog, ja. Junge. Naja. Hoffentlich jetzt, ne? Ja, geht's ab. Ja. Da bist du ja, was schimpft er so? Der weggeflogen ist. Also. Verlieren die True Suns das Viewpoint Museum, fällt es ihnen schwerer, ihre Truppen zu koordinieren und Propaganda zu verbreiten. Die gesamte Kommunikation des Gebäudes wird vom Produktionsstudio im obersten Stock aus kontrolliert. Finden und sichern sie es. Schön. Das sind doch die Hyannis, oder nicht, die wir jetzt hier töten? War das so? Was, waren nicht die Hyänen im ersten Teil? Nee, ich glaube, die waren auch hier. Also, ach, ja, die, welche da draußen waren. Aber die Boys, die hier drin sind, das sind die True Suns, ja. Okay. Oh. Weißt du, wir kennen die Freunde von denen und die stehen da einfach rum und machen nichts, Alter. Die haben auch keinen Bock. Nee, so nach dem Motto, ah, macht mal ruhig. Ja. Easy going. Gut, dass die erste Aufnahme nichts war. Da hat uns keiner gesehen, wie wir direkt kapieren. Ja. So. Da haben wir ja richtig auf die Fresse gekriegt. Ja, die haben Arsch aufgerissen. Hinter uns. Du hast ja ein Schild. Ja. Du hast ja auch deine Drohne, oder nicht? Oder irgendwie was? Ich hab nichts. Wie, du hast nichts? Hast du auf Q oder E nichts gelegt? Also, oder du spielst ja mit Controller wahrscheinlich. Ich spiel mit Controller. Ich hab keine Drohne mit. Ich hab mein Geschütz. Ja, meine ich ja, ist ja egal. Aber du hast ja auch eine Fähigkeit. Das ist ja auch nur eine Fähigkeit mit dem Schild, ne? Was ist mit Arm los, Junge? Ja, ich muss mal gucken, wo das alles geht, wo man die Fähigkeiten benutzt und so. Ja, gut. Auf der Tastatur ist halt Q und E, ne? Ja. Also du spielst also ich hab Tastatur. Ich hab mal als Fähigkeit habe ich diese Heil-Dings mit. Die Heil-Aura und die Drohne, ja. Ja. Feindlicher Funk wird empfangen. Hier, Wade. So, die Division glaubt also, sie kann einfach hier reinspazieren. Also wenn du irgendwann mal Hörbücher anfangen solltest zu hören, ne? Solltest du dir mal, habe ich ja jetzt angehört, die Hörbücher von zum Beispiel Ready Player One, habe ich mal angehört. Richtig geil. Okay, was ist das? Kennst du den Film nicht, Ready Player One? Mit wem ist denn der? Mit keinem bekannten Schauspieler. Okay. Ja gut, dann kenne ich den auch nicht. Was machst du da jetzt? Ja, ich kann hier gerade nichts aufheben, weil ich zu viel mit habe. Warte mal kurz. Irgendwie konnte man nicht irgendwie alles zerlegen auf einen Schlag. Ja, auf jeden Fall geht es halt darum, dass, oder kurz gesagt, geht es halt einfach darum, dass es sowas ist. Also ein MMO-RPG. Ja. Ja, nur ist es dann halt so aufgebaut, dass man, um dieses MMO zu spielen, musst du dir quasi so eine Art VR-Brille aufsetzen. Okay. Und dann fliegst du, dann bist du halt direkt dein Charakter sozusagen. Ja, und im Endeffekt geht es darum, um ein Easter Egg zu finden, was dir dann, wenn du das geschafft hast, das komplette, also dann bist du der Erbe dieser Oasis, so heißt dieses MMO. Und darum geht es dann halt eigentlich im Grunde genommen. Und das ist eigentlich sehr cool gemacht. Also das Hörbuch war richtig geil. Wie lange geht das? 14 Stunden.
Ja, du, das geht aber schnell, wenn du jeden Tag ein, zwei Stunden hörst oder mehr. Ist das schon ziemlich geil. Ich wechsle. Weil ich werde mir jetzt auch wahrscheinlich mal das Hörbuch geben von Shining. Ah, okay. Kennst du Da auch kenne ich nicht, den ne? Film. Den Film kenne ich, Shining. Wenigstens etwas. Ja, du, ich bin nicht so viel filmtechnisch unterwegs. Wenn ich die Schauspieler da nicht kenne, dann gucke ich mir das auch nicht an. Echt Also, nicht? Was bist du nö. für einer? Du musst ja mal neue Filme gucken. Also, Nee. beziehungsweise Filme, wo ja kein bekannter, Sch also zumindest für dich bekannter Schauspieler dabei ist. Ist nicht meine Welt. Was ist nicht deine Welt? Keine Filme Ja, gucken so, oder was? nee, sowas. Wenn ich die Schauspieler nicht kenne, dann brauche ich mir das nicht reinpfeifen. Ganz Warum einfach. nicht? Es gibt auch ganz gute Filme, wo auch keine bekannten Schauspieler mitspielen. Ja. Ja, sag mir mal ein. Jetzt zum Beispiel Ready Player One. Das ist ein richtig guter Film. Wenn man das Buch nicht vorher sich angehört hat. Ist Wenn das du. Buch denn auch wieder Film? Ja, das Buch kam ja vorher raus. Ja, siehst du. Aber das ist ja egal. Deswegen sollte man sich ja, wenn davon ein Film existiert, von einer Buchvorlage erst die Filme angucken, bevor man sich die Bücher anhört. Wenn man sich nicht die Bücher schon vorher angehört hatte. Weil ein Film ist nie so ausführlich wie ein Buch. Tragbares elektronisches Gerät Also erkannt. darüber braucht man ja auch immer gar nicht diskutieren, das geht ja gar nicht. Weil wenn ich mir zum Beispiel angucke, ein Herr der Ringe Buch geht 23, 24 Stunden und länger. Was willst du da für einen Film machen, Junge, der 28 Stunden geht? Ja, ist doch so. Ja. Also so ausführlich kann man das gar nicht immer erklären, wie es in den Büchern halt einfach ist, ne? Ist halt Nee. einfach so. Ja, traurig ist nur, dass die Bücher von The Witcher besser sind als die Serie. Ja, gut, aber das liegt ja daran, dass die Regisseurin von The Witcher, von der Serie, die Bücher einfach nicht kennt. Außer der Schauspieler selbst. Außer Henry Cavill. Der kennt die Ja. Spiele und der kennt die Bücher. Hat er alles mehrmals sich angehört und durchgezockt. Was mit Erm? Er steht da in der Luft, Alter. Ich bin auch echt am Überlegen, ob ich mir die dritte Staffel ansehen sollte von der Ach, The ich glaube, Witcher. die dritte Staffel wird nicht gut. Ja, die zweite war schon schlecht. Ja, die zweite war so lala, ja. Und dieses, den Ableger da davor, was davor spielt, dieses Blood and Origin, das werde ich mir auch nicht angucken. Mit den Elektromagnetische Elfen, Ladung ne? entdeckt. Ja, das Ist spielt ja das, vor glaube, ne? Geralt und so, ja. Ja. Elektronisches Gerät erkannt. Die drehen voll durch hier. Nee, aber wir haben auch gesagt, wir werden uns das nicht angucken. Ich meine, es ist sowieso jetzt ziemlich schwierig, sich diese. Also die Serie, die musst du halt so gucken, als würdest du halt die Spiele und sowas nicht kennen. Damit die Ja, Serie gut ist, halt richtig. einfach. Aber selbst das ist halt sehr schwer, weil die Serie halt einfach auch teilweise nicht gut erzählt ist, ne? Erst in einem Moment bist du dann in der Szene und im nächsten Moment ist schon wieder alles vergessen. Richtig. Ja, also die erste Staffel fand ich gut. Und die zweite, die ging Naja, so. gut, obwohl ich finde, die erste war noch beschissener wie die zweite. Weil halt alles komplett durcheinander erzählt wurde. Ja, gut, das wusste ich ja bis dahin nicht, ne? Wie gesagt. Bis du es mir dann gesagt hast. Erst bist du in der einen Zeitlinie und dann bist du in der nächsten Zeitlinie. Total beschissen gemacht geworden. Ja, wo du mir dann halt auch erzählt hast, dass Geralt das meiste eigentlich alleine macht. Und diese Charaktere einfach viel später kommen.
Ja, Ja, auch mal, ja ob, gut, okay. er macht ja viel mit, ist ja sehr viel immer mit Rittersporn unterwegs. Ja. Und nicht so wie in der Serie, weil in der Serie war es ja, glaube ich, so, dass er ihn erst kennengelernt hatte, wenn ich mich nicht täusche, ne? Ja, Ja, genau, richtig. stimmt. Und das ist in der Büchern ist das halt nicht. Da, also im ersten Buch von ist er halt schon immer dabei gewesen, quasi. Und da sind die auch richtig gute Freunde. Das ist sozusagen eigentlich Rittersporn sein einziger Freund. Ja, noch. Nee, in den Büchern ist er die ganze Zeit sein Freund. Also das ändert sich auch nicht. Ja, ich meine, jetzt in der Serie ist er ja noch nicht sein Freund, ne? Ja, nee. Also zumindest kommt es so rüber. Er ist tot. Oh, das ist ein Alter. Goldener. Ja, alter Schwede, ein richtiger Soldat, wa? Ich schmeiß mal mein Geschütz. Oh, genau an der Ecke von dem scheiß Schutz, Junge, steht das Drecksgeschütz, ne? Ich könnte platzen. Er ist hier gleich tot. Ja. Jetzt ist er tot. Ach, das bist du. Von hinten. Jetzt ist er Ja, weg. du magst es doch mal. Assi. Ja, ich zieh mich auch zurück. Ja, ich kann nicht zielen, ich stehe genau vor ihm. Ich kann nicht zielen. Muss er oben Ja. aufmachen. Von Division kommt jetzt auch ein Handyspiel raus, ne? Ja, habe ich schon gesehen. Richtig Kannst du behindert. ja holen. Nee. Richtig behindert. Alle fahren jetzt auf diese Handyspiele ab. Erst, na, wie heißt es? COD? Ja, COD, dann ja auch, Diablo, Importe, Scheiße. Ja, genau. Alter. Ich glaube Fortnite auch, ne? Ja, aber das gibt's ja schon lange. Aber wer spielt Fortnite? Zumindest von uns, ne? Also ich nicht. Ich guck's mir nur an bei anderen Leuten, ne? Aber selber spielen will Cool. ich's nicht. Fortnite. Guckst du dir an, ja? Ja, aber auch nur den Modus, wo sie nicht bauen, ne? Also wenn ich du wäre, würde ich mir erstmal meine Augen aufstechen. Alter, hier ist ein Goldener drinne. Ja. Das ist der erste Boss hier. Das war sicher Wade. Achso, du hattest das nie Zumindest gespielt, unser ne? Hauptziel. Nee. Gehen Sie ins Fernsehstudio und bringen Sie die Kerle ein für Ja alle gut, Mal das ist ja zurück. auch schon ein bisschen länger her, wo ich das letzte Mal Division gespielt hatte. Ich glaube 2 Jahre oder so. Das ist echt lang. Alle tot. Suchen Sie nach dem Übertragungskontrollmodul. Darüber läuft die ganze Viewpoint-Kommunikation. Wenn Sie es zurücksetzen, dann werden die True Suns ausgesperrt und wir können die Kanäle übernehmen. Ja, manchmal, ne? Ich habe hier mal auf dem Ja. Computer Halten rauf. Sie beim Modul und überwachen Sie die nächste Reset-Sequenz. Alter, hier brennt's! Das MG dreht voll durch. Ich lade. Okay. Einrichtungen vor Ort wurden zurückgesetzt oder befinden sich unter Ja, SMG. den wurde der Arsch auch aufgerissen. Unsere Kommunikation steht und die True Suns bekommen nichts mit.
Alle tot. Situationen im lokalen Stromnetz erkannt. Kommunikationseinrichtungen offline. Ja. Ich sehe zahlreiche Gegner auf dem Dach. Sie bauen rund um den Funkmast EMP-Störsender auf. Es ist Wade. Er versucht, den Mast zu sabotieren. Ohne ihn kann niemand von Viewpoint aus senden. Agent, gehen Sie aufs Dach. Sie müssen verhindern, dass er den Mast ausschaltet. Alles klar, Herr Kommissar. Falco, der alte Drogenboy. Was machst du da unten? Nichts. Komm mir schon, mach nicht so einen Stress. Gib's gleich mal einen auf den Kopf. Ja, gib Gas jetzt. Wir müssen aufs Dach hoch. Elektromagnetische Ladung entdeckt. Wade verwendet EMP-Störsender, um den Funkmast zu überlasten. Schalten Sie sie aus, bevor der Mast zerstört ist. System gedrosselt. Strukturelle Integrität bei 75%. Agent, Sie müssen Wade aufhalten. Wir brauchen diesen Funkmast. Ja, wir sind doch auf dem Weg, Junge. EMP-Störgerät ist Ihre Shell-Technologie nutzlos. Schalten Sie es aus. System-Fehlfunktion. System wiederhergestellt. System unterbrochen. System reaktiviert. System-Fehlfunktion. Scheiße, der ist echt nah. Ich hab's verstanden, dass das System nicht funktioniert, Junge. Brauchst du mir nicht 20 Mal sagen. Ja. Ich hab's beim ersten Mal auch schon verstanden. Elektromagnetische Ladung verbraucht. System reaktiviert. Ich muss mich mal heilen eben. Mit meiner geilen Drohne. Zeit, das Magazin zu wechseln. Da kommen noch mehr, ey. Suchst du Geld auf dem Boden oder was ist los? Nee. Ich lade mal eben meinem G nach. Sagt scheiße Vision, kommt aber zum hingelaufen, weißt du? Ja, richtig. Scheiß True Sons. Was für Spastis. Ja. Die Anlage gehört uns. Das erschwert es den True Sons, sich zu koordinieren und Bullshit zu verbreiten. Sobald der Bullshit zu können wir die Reichweite unserer Sendungen erhöhen. Kommen Sie zur Basis, wenn Sie was dazulernen wollen, Agent. Wir sollen was dazulernen, ja? Ja. Wir haben beim Quartiermeister was freigeschaltet, zumindest ich. Bin mal ein Level aufgestiegen. Du bist ja auch Level 7, ne? Ja, bin auch Level 7. Wo können wir Teleportation machen? Wir haben ein neues Bildmaterial. Wenn wir das mal angucken. Echt? Sie sollten sich diese Bilder ja von General Ridgway ansehen. Ach ja. Ganz sicher. Bringt die medizinische Ausrüstung zur Klinik. Und der Proviant kommt in das Lager bei der Messerhalle. Die Kisten bleiben in dem Truck. Hey, was? Wir verschwenden keine Vorräte mehr an diese Leute. Na los, Private. Sir. Was zum Teufel machen Sie, Colonel? Diese Leute sind schon tot, Doktor. Sind Sie verrückt? Sie brauchen Hilfe. Und was ist mit dem Stab? Kollateralschaden. Und Alter. Nehmen Sie Ihre Hand von meinem Soldaten. Wenn Sie nicht damit aufhören, werde ich Sie melden. Was zum Teufel? Tore verriegeln, Sergeant. Aus, heftiger Dude. Aufstand. Der Typ. Schlagen Sie ihn nieder. Heftiger? Naja, er am Ficker. Er knallt die erstmal weg.
So, lass uns mal nach Hause. Wir beenden jetzt erstmal die Folge. Wieso? Wir sind schon über der Zeit. Ja. Okay, Boss. Also, meine Freunde, wir werden uns in der nächsten Folge wiedersehen. Vielen Jo, Dank. alles klar. Vielen Dank fürs Zusehen und dann bis zum nächsten Mal, ne? Haut Ciao. rein.